Herzliches Willkommen zu einem weiteren Let's Play von mir, den Zelle. Wir fahren heute mal auf Lemmental, und zwar die Linie 457 nach Amtsgericht vom Hauptbahnhof aus. Ach, nicht vom Hauptbahnhof, Lemmental Bahnhof, so. Natürlich fahren wir auch dann mit etwas passenderen Bus. Den MANÜL ist zwar wahrscheinlich das falsche Repaint, aber Hunden. Ja, warum habe ich da einen drin stehen? Ihr könnt es euch denken, ich musste nochmal eine neue Aufnahme machen, denn ja, der liebe Zelle hat sich total verfranst und da wollte ich halt nicht nochmal irgendwie, was weiß ich, zurückfahren und hast nicht gesehen und ja, halt diese krummen Dinger. Und außerdem war die Aufnahme sowieso nicht gut. Deswegen wird die um einiges besser. So, ich bin ja Profi, deswegen, also. Im ironischen Sinne, ne? Ich guck mal hier, ob sie jetzt hier schon einsteigen wollen. Hallo. Ich tue mal den Gang raus, damit ich schon mal. Hallo. Bisschen Hallo. Dekubitus-Prophylaxe. Ach ja. So. Ich stelle die Uhrzeit auch ein bisschen 2 Minuten vor, weil, ne, wir wollen das ja nicht hier unnötig in die Länge ziehen. Hallo. Ja, hallo. So. Ach ja, genau, hau noch drauf. Ah ja, und ich fahre diesmal wieder mit manueller Kupplung, nicht so wie letztens. Ach herrlich, Stau. Das heißt, ich muss jetzt warten. Das heißt ja Vorfahrt hier wären, ne? Ach, jetzt habe ich ein bisschen zu viel ausgeholt, ne? Aber naja. Auch jetzt ehrlich. Ach kommt, ey. Noch nicht mal blinken. Ach doch, tun sie. Ich hab gedacht, die wären so unintelligent, die KI. Ich meine, ist ja auch eigentlich. Ach ja. Ja, ey, genau blinken. Herrlich, du bist mal wieder Vollprofi. Ah ja, meine Lieblingsampel, ich hoffe, ich krieg die Grün noch. Ich krieg die Grün noch. Oh, herrlich. So, ja, war gelb, so. Warum fahre ich denn jetzt schlecht? Ich fahre ganz normal. Ich fahre an nirgendwo, war ich jetzt dran? Nichts. Meine Güte. Wenn ich so schlecht fahre, da hinten kann ich die Tür aufmachen, kann es rausgehen, kann es kotzen. Dankeschön. Ja, ja, bitte. Echt, ey. Manchmal weiß ich nicht. An manchen Stellen finde ich diese Personen ein bisschen zu empfindlich. Ich gehe auch nicht hin, nur weil der Busfahrer einfach mal ein bisschen härter bremst, sage ich auch nicht so, ey, boah, fährt er scheiße, ja. Oh, Alter, ist da jetzt nicht wahr, oder? Darf ich jetzt noch nicht mal Gang geben, oder was? Auch nicht damals so rumgeheult, ey.
Echt, echt. Man kann aber auch heulen, oder? Boah, fährt der Scheiße. Boah, fährt der schlecht. Nächste Haltestelle, Zechergasse. Fehlt nur noch der Manfred, der schreit. Boah, wo hast du denn deinen Führerschein gelernt? Führerschein gemacht. Herr Busch. Ampel. Mach mal. Haben den ganzen Tag zählt. Ehrlich, ehrlich. So. So. Ich versuche es jetzt mal so ganz sanft wie möglich. Kurzstrecke, bitte. Ja. Wie ihr wisst, ich mag es irgendwie nicht so wirklich, ja, mit dem Ding. Och, ne, ehrlich jetzt. Warum hab ich immer rot, wenn ich fahr? Das nervt doch ab, ey. Immer wenn ich erscheine, krieg ich rot. Das ist unfair. Ich bin jetzt mal so faul, ey. Ach ja, genau. Vergiss den Gang nicht rauszunehmen, so. So. Ich bin einfach mal so faul. Ich habe keine Lust, auf der Kupplung die ganze Zeit zu treten. Diese Ampelschaltungen sind der Knüller. Nicht. Darf ich jetzt hier eigentlich fahren oder nicht? Nee, ne? Weiß ich gar nicht. Aber ich gehe mal davon aus, wenn ich hier mal ein bisschen frei habe. Was ich hier nicht vermute, weil hier fahren ja erstmal 50 LKWs entlang. Ah, ich fahre jetzt einfach so. Ich habe nämlich jetzt keinen Nerv. Ich bin einfach mal so frech. Oder so frei. Tag. Danke. Eine Tageskarte. Guten Tag. Wir haben jetzt eine Minute Verspätung, aber hier weiß man nie. Verfrühung, genau. Zelle, du bist wie immer Profi. Ah ja, von rechts keiner kam, von links keiner kam, also weiterfahren. Ah, kommt das Bus jetzt an mich vorbei? Das ist hier die Frage. Ach nee, da fahrt er ein, ja stimmt. So. Die Kubitus-Prophylaxe machen. Keine Lust auf die Kupplung die ganze Zeit zu treten. Deswegen hatte ich auch mal die Kupplung, glaube ich, auf automatisch gestellt. Wenn ich aber mal was zu tun habe, habe ich dann halt mal die Gangschaltung eingestellt. Also halt mit Gang halt, mit Gangschaltung. Ihr wisst schon. Boah, ich bin heute mal wieder Vollprofi. Ich weiß. Ach ja. Wie lange sollte die Fahrt denn hier dauern? 30 Minuten? Na, Herr Gott. So krafix nochmal. 30 Minuten. Mir kommt so vor, als wäre das jetzt schon eine Stunde. Ja. Ach ja, man sollte auch blinken. Wäre nicht straßenverkehrskonform. Straßenverkehrstauglich konform, so rum. STVO, ne? Boah, ey, diese Ampelphasen hier, man hält hier mehr als man fährt. Das ist das Blöde an dieser Karte. Ich liebe diese Karte, die ist gestalterisch echt top.
Aber sie ist gestalterisch echt top, aber die Ampeln. Die Ampeln! Ich habe eben gerade auch vergessen weiterzuschalten, ne? Oh, sie wollen mal aussteigen. Ich glaub's ja nicht. Hallo. Ja, gut, Tag, Tag, Tag. Oh, komm, 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 den kriegst du noch. Nee, 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 jetzt sag nicht so ein Trabi. So ein Trabi fährt jetzt neben mir. Wie ich das immer nicht mag. Nächste Haltestelle, Kienitzplatz. Ja, dann auch nur 30 km/h hier. Okay, ich meine, so schnell kann man hier auch sowieso nicht um die Kurve fahren. Egal. So. Einmal bitte. Aussteigen lassen. So. Ach ja, Blinker mal ausschalten, ne? Sei vorsichtig jetzt hier um die Kurven fahren, damit sie nicht rumheulen. So. Dann will ja auch keiner Hallo. aussteigen, deswegen. Hallo. Steht der Betriebshof. Aha. Bin schon lange nicht mehr diese Strecke hier gefahren von Emmental. Sonst immer die 451. Ich weiß nicht, ich mag es am liebsten fahren. Ich habe schon 2 Minuten Verfrühung. Ja, dann werden wir hier mal eine Pause machen, weil wir ja hier eine Tageskarte. Okay, ich guck mal, ob wir das hier hinkriegen. Drücken. So. Ich gehe mal davon aus, dass er. Ah, wunderbar. Ja, dann geht das doch hier. Also hier auf Lemmental geht das. Weil ich habe manchmal immer dieses Problem mit den Euro und so. Aber damit wir jetzt hier nicht die ganze Zeit so warten, stelle ich die Uhr einfach mal 1 Minute vor. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen geschummelt, aber sonst zieht sich das ganze Let's Play ein bisschen in die Länge und das wollen wir ja nicht. Und ihr wollt mich nicht die ganze Zeit labern hören. Deswegen fahren wir jetzt auch schon wieder los. Ah, der hat jetzt also quasi nach 2 Minuten da gestanden und gewartet. Oh, okay.
Oh. Ich hab die Hintertür nicht aufgemacht, ne? Das ist gut. Ja, die habe ich aufgemacht, aber nicht auf zugemacht. Ehrlich, ich bin so Profi. Ich kann es immer wieder nur erwähnen. So. Darf ich jetzt eigentlich auch? Ja, doch eigentlich nur mit Vorfahrt gewähren lassen oder sowas, ne? Eigentlich schon, oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich tue es einfach mal. Ich meine, da kann ja eh nichts falsch sein. Bin mir nicht sicher, aber... Einfach mal, weil die Ampelphasen hier mal meistens ein bisschen zu lang sind. So, dann sind wir am Markt. Nächste Haltestelle, Lemmental Markt. Habt ihr das gesehen? Er fällt, und der ist zweimal, habt ihr das im Spiegel gesehen? Der ist zweimal auf die Fresse gefallen. Ach, schon wieder 2 Minuten warten oder was hier, ey. Also das ist ein bisschen lasch. Ja, warte mal, 2 Minuten. Herrlich. Ui. Ah. Da steht keiner, also weiter. So. Nächste Haltestelle, Lemmental Theater. Informationen zu Busbahn und zum Lemmentaler Theater erhalten Sie im RVL Kundencenter. Na, no, RVL, okay, dann weiß ich Bescheid, welches. Nächstes Mal, welches Repain ich mache. Falls es überhaupt gibt, ich gehe aber davon aus. Ich meine, ich hätte RVL mal gelesen. Ja, ja, komm, fahr. Ah, die dumme Sau tut auch noch nicht mal blinken, ehrlich. Das nennt sich ein Kollege. Ach jo, jo. Ne, echt jetzt. Komm. Ist ja jetzt nicht euer Ernst. Hallo. Hallo. Fahren wir ein bisschen vor. Vielleicht wollen sie ja doch noch einsteigen, gucken. Das ist ja mal manchmal so, dass ich auch hier. Nee, anscheinend doch nicht. Warten sie auf einen anderen Bus. Ja, respektiere ich das. Nächste Haltestelle, Stadthaus. Ja. Entweder fahre ich zu schnell oder der Fahrplan ist in der Hinsicht zu straff. Ja, okay, ich meine, das ist ja auch gut eingeplant, wenn man mal bedenkt, wenn man jetzt, also gehe ich jetzt mal davon aus, dass ich da hinten an der Busampel hätte warten müssen, dann würde es ja wahrscheinlich klappen. Also, man kann es eh keinem mit dem Fahrplan zurecht machen. Für den einen ist es zu schlaff. Für den anderen viel zu stramm. Und da kann man halt die Ersteller halt der Maps halt auch irgendwo ein bisschen verstehen. Ne? Also was fahrplanmäßig angeht, da kann man eh kein Recht machen. Ich muss recht rein. Arsch haben, ich muss niesen und das möchte ich nicht. Entschuldigung. Ich möchte nicht niesen, deswegen.
Ich meine, ey, jetzt ehrlich, ist jetzt nicht wahr. Ich zieh mal hoch, 3 Minuten. Steht jetzt hier einer da? Nee. Also. Nächste Haltestelle. Technologie. Oh, guck mal. Die warten. Echt jetzt? Steht da jetzt wirklich ein Bus? Ich hoffe, der wartet jetzt hier nicht 10 Stunden. Ach, guck mal, da ist ja noch ein Kollege. Ist das ein Verstärker oder was? Oder hat er Verspätung? Ach, naja, ja. Ah, guck mal, der Mannequin da fotografiert worden. So, es wird dann wohl sein, dass ich wohl weiterfahren darf, weil mein Kollege ja schon alle abholt, oder wir sind ja sowieso jetzt, glaube ich, an der letzten. Bitte alle aussteigen. Ah, setz dich doch, hat sich doch gelohnt. Ich meine, mein Bus ist ja auch voll. Hätte steht ja jetzt schon mal auf, das ist ja intelligent. Nur irgendwie haben sie es nicht mit dem Blinken. Vielleicht sagen sie sich ja so. Interessiert euch doch nicht, wo ich hinfahre. Boah, war jetzt so stark in den Gang. Ja, den Schleifpunkt, glaube ich, nennt man das, ne? Den Schleifpunkt findet. Bei der Kupplung, der Schleifpunkt. Ich glaube, ich hab's, oder? Schleich oder Schleifpunkt? Schleif. Ach nee. Ich finde diese Karte schön. Immer wieder gut zu fahren. Wie gesagt, nur das Einzige, was mich wirklich so ein bisschen... Oh, ja, ist... Ja, die Ampel. Die Ampelphasen, die sind manchmal... Ja, genau. Und jetzt hält er hier. Und ich halte hier. Was hältst du denn davon? So. So, ich glaube, das war es mal wieder für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben. Wenn nicht, lasst es einfach bleiben. Würde ich mal so sagen. Genau. Ich habe jetzt einfach mal den Gang umgeschaltet, anscheinend. Aber egal. So. Wie gesagt. Wir sind jetzt hier im Lemmental. Let's Play ist auch jetzt hiermit zu Ende. Ich bin mal wieder total verwirrt. Warum auch immer. Nee, ich war eben gerade kurz abgelenkt, deswegen. Also, nochmal. Wenn euch das Let's Play gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben. Wenn nicht, lasst es bleiben. Ich verabschiede mich nun. Viele Grüße aus Lemmental.